Das Biotopia Lab ist sowas wie eine Wundertüte. Die Vision von Biotopia ist mehr als nur ein Museum. Ein Ort der Erlebnisse und des Machens und des Staunens. Da ist Forschung drin, da ist Event drin, da ist Spannung drin. Wir wollen Begeisterung wecken für die Natur und für die Wissenschaft. Das Biotopia Lab ist ein Projekt von Freistaat Bayern im wunderschönen Botanischen Garten in München. Das Biotopia Lab ist ein Vorgeschmack auf das kommende Naturkundemuseum, das ja erst in einigen Jahren fertiggestellt sein wird. Hier wird vieles schon mal ausprobiert an Kursen, an Workshops. Und gleichzeitig füllt es natürlich die Lücke zwischen der Schließung des Museums Mensch und Natur und der Eröffnung von Biotopia. Wir von der BayWa Stiftung fördern das Biotopia Lab mit großer Freude. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, hier die Projekte zu unterstützen. Biotopia hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Neugier zu wecken. Das möchten wir hier eben auf sehr interaktive Art und Weise machen. Viel über Natur zu lernen, über Artenvielfalt. Alle, die hierher kommen, können auch Dinge ausprobieren. Laborexperimente, Ausstellungen. Masterclasses oder Science Slams. Und auch wissenschaftlichen Fragen auf den Grund zu gehen. Die Leute zum Handeln. Das ist unser Ziel bei Biotopia, weil wir müssen mit dieser dringenden Umweltherausforderung jetzt handeln. Das Biotopia Lab bietet für alle Zielgruppen etwas, besonders auch für Schulklassen. Gerade für Kinder, für Jugendliche, Erwachsene, aber auch die Großeltern gibt es hier sehr viel zu entdecken. Wir haben ein großes Workshop-Programm jetzt für den Start entwickelt. Man kann das wunderbar verknüpfen mit dem Inhalt der Lehrpläne. Im Sonderausstellungsbereich haben wir Platz für wechselnde Pop-up-Ausstellungen. Wo wir auch ganz spannende, auch sehr aktuelle Themen immer aufgreifen werden. Ein Highlight ist sicher der Birdly. Zu fliegen und sich wie ein Vogel zu fühlen, das ist einfach ganz, ganz toll. Es gibt eine Laborküche, wo man mit Ernährung experimentieren kann. Hier können Kinder wirklich selber ausprobieren, selber kochen. Wir haben mehrere Lebenexponate im Moment. Ganz viel, was hier lebt und kreucht und fleucht. Und dann gibt es natürlich unseren großen Workshop-Bereich, wo sowohl Schulworkshops oder feste Gruppenworkshops stattfinden können. Man stellt zum Beispiel ein Mini-Biotop in der Flasche her. Ein sehr schönes Element ist das rätselhafte Objekt. Ein Objekt, was jeweils aus einer der Staatssammlungen der staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen kommt. Bei unserem rätselhaften Objekt geht es darum, herauszufinden, worum es sich bei dem Objekt handelt. Sie kriegen Hinweise, sie müssen forschen und genau das ist das Wesen von Wissenschaft. Außerdem haben wir auch noch 8 Hochbeete im Botanischen Garten, wo zum Beispiel Gemüse angebaut werden kann. Insgesamt ist das für mich ein sehr erfolgreiches Konzept. Wir werden auch viele Kooperationen machen mit Netzwerkpartnern und Museen. Am Ende geht es uns darum, die Bildung in diesem Bereich bayernweit zu fördern. Die Kinder, die Familien, die dort kommen, werden weggehen mit Inspiration. Hier gibt es immer was Spannendes und auch immer was Neues Spannendes zu sehen.